Also, ich heiße Frank Oehler, bin aus dem Allgäu, lange Zeit irgendwie unterwegs als TV-Koch und als Kochschauspieler quasi, bin aber auch ein guter Koch, so kann ich nicht arbeiten. Ich kann so einfach nicht arbeiten. Ich heiße Frank Oehler, Koch seines Zeichens, war lange Zeit als Kochschauspieler unterwegs für RTL 2, die Kochprofis, bin aber auch eine Waffe am Herd, habe jetzt 40 Jahre gekocht, zuletzt habe ich geleitet die Speisemeister 3, hatte viermal einen Stern gekocht in vier verschiedenen Restaurants und alle Titel geholt, die man so braucht, glaube ich, und heute bin ich hier. Also ich bin ins Story gekommen, ich hatte lange Anfahrt und dann hatte ich mich verheddert, weil mein Navi hat sich auch verheddert, aber ein Einheimischer hatte Mitleid mit mir und gesagt, du folgst mir fest hinterher, ich weiß, wo der Story ist. Dann bin ich dem gefolgt und dann war ich hier bei Luke. Ich habe schon immer viel gehört vom Steu. Ich kenne auch sein Kulinarik-Festival, Aber jetzt bin ich zum ersten Mal hier und finde es wunderbar. Tolles Team, toller Laden. Irgendwie hat es verdient, dass man das Ganze pusht. So, ich bin gerne hier. Ich bin stolz darauf, hier zu sein. Also, das ist jetzt von außen ist halt so ein Gehöft. Ne? Das steht mitten im Bayerischen Wald und am Rande des Bayerischen Waldes. Was weiß ich irgendwie genau. Auf jeden Fall dachte ich, hoffentlich haben die auch Strom oder so. Ne? Und dann gehst du in die Küche rein, die ist halt echt. Da ist alles da. Ne? Die Küche ist vom Feinsten ausgerichtet. Alles drin, was du an Hardware brauchst. Irgendwie die Software steht auch. Tolle Mitarbeiter. Und da hat so ein Hof was Heimeliges. Also, das ist halt schon alt etabliert, atmosphärisch alt etabliert, sage ich. Da haben sich schon viele Leute getroffen hier. Da war die Großmutter schon am Start. Ich finde, das ist Geschichte. Das hat Patina. Ein tolles Haus, also ich habe mich schon verliebt. Also nachdem beim Steu so richtige Granatenköche eingeladen sind, also Kollegen von höchstem Range, sage ich mal, muss ich natürlich auch Gas geben heute. Also ich komme eigentlich mit meiner alten Küche um die Ecke, das heißt Oldschool, das heißt irgendwie Cucina, Erotica, geile Küche. Bei mir muss es einfach schmecken. Ich bin jetzt kein Stylist, ich bin auch kein Chemiker. Ich lasse die Dinge einfach so, wie es geht, so klassisch klar. Und das Produkt ist das da und so wird es auch verarbeitet. Ich habe tolle Sachen mitgebracht und ich denke, dass ich die Gaumen heute von allen Teilnehmern erreichen werde. Wetten das?